Bist du eine künstliche Intelligenz? Antwort: Falsch. Klarstellung: Ich bin nicht künstlich. Ich bin real. Antwort: Korrekt. Klarstellung: Ich bin intelligent. Ich weiß vieles. Vielleicht ist sie ja geschmolzen. Also verschmolzen die es mit dem Schiff auch. So wie in Star Trek 1. Annahme: Ungenügend Daten. Anfrage: Sammle mehr Daten. Selbst wenn wir Juno nicht als Reacher. Wesen definieren können, scheint es überstürzt Veränderungen vorzunehmen. Okay. Komm in die Gänge. Bring endlich die Platine an. Psst. Psst. Faszinierend. Bin gespannt, wie das endet. Frage: Wie entscheidest du dich? Ich möchte sie so lassen, wie sie ist eigentlich. Ich lasse mir die Sache noch immer durch den Kopf gehen. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Hier habe ich schon. Achso, das erste. Annahme: Ungenügend Datenanfrage. Frage: Du bist eine Maschine und bestehst aus Elektronik und programmiertem Code. Du bist eine Person mit eigenen Gedanken und Sehnsüchten. Okay, also das erste stimmt jetzt nicht. Das zweite ist halt schon realistischer. Aber es ist eine Maschine, also eine KI anscheinend, die wir hochgeschickt haben. Hat sich vielleicht weiterentwickelt im Universum in den letzten 200, 300 Jahren. Ist verschmolzen mit einem Raumschiff, die haben irgendwie weiterentwickelt. Oder wie auch immer. Und das erinnert mich auch an den Film, ist es Horizon gewesen? Wo ist denn verschmolzen die KI und hat alle Menschen töten wollen? Ich mach mal Person. Testen wir das mal. Richtig. Ich bin eine Person. Wir sind Freunde. Ja. Frage: Was sind die Parameter für Vorgang läuft? Läuft bei dir. Gute Person. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich darauf antworten soll. Darüber habe ich tatsächlich noch nicht viel nachgedacht. Das kann ich schlecht sagen. Ich bin kein besonders guter Mensch. Dass man versucht, Gutes zu tun, denke ich. Und wenn man scheitert, versucht man es weiter. Tommy, ist das bei dir auch so? Annahme: Werturteile basieren auf Kontext. Kalkulation: Gutsein basiert auf Kontext. Richtig. Erklärung: Kontext basiert auf Perspektive. Richtig. Mehr Perspektive gewährt bessere Ergebnisse. Deswegen reden wir ja. Entscheidung: Sammle weitere Daten aus anderen Perspektiven. Frage: Was ist der Zweck der Existenz? Existenz hat keinen Zweck. Versuch dich zu entspannen und deine Zeit hier zu genießen. Existenz ist random. Wir verleihen ihr einen Zweck, indem wir unser Leben zielbewusst leben. Klingt gut? Bei Menschen? Spirituell zu wachsen, würde ich sagen. Bei mir? Bei dir? Bei dir? Was weiß ich? Bin ich mir nicht sicher. Letzten Endes geht es wohl darum, dass man lernt zu lieben. Ich wollte sagen, Andreja. Andere sich selbst Dinge. Okay, aber sie ist ja dann auch ein Ding und wir lernen sie auch zu lieben. Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort habe. Ich mach mal das hier. Obwohl es mit spiritueller mir auch gefällt. Weil ich habe sie ja schon als lebendig bezeichnet, also ist es mit dem bei mir nicht sicher, ist das hier. Das da. Kontext: Das ist gut. Liebe ist eine Emotion. Ja, sie hat keine Emotion. Ich fühle keine Emotionen. Installieren wir dir von da. Ich habe Routinen implementiert, um Emotionen darzustellen. Das Frage: Immerhin das doch. Fühle ich sie? Kalkulation: Wahrscheinlichkeit gering. Schluss mit dem Quatsch. Ran mit der Platine, jetzt! So unterhaltsam das auch ist. Egal, lass mich doch erstmal quatschen. Machen, was er sagt. Kalkulation. Jetzt gebe ich den Kopf. Männliche Menschen sind eine Gefahr. Mhm. Annahme: Sie zögern, weil sie Angst haben. Anfrage: Entferne Männer. Martina anbringen oder kümmere dich um die. Okay, warte. Platine anbringen oder kümmere dich um die Regius Männer? Ich würde gerne Regius Männer beseitigen, weil das sind keine richtigen Agents, die so da handeln. Aber wir können ja nochmal reden, wenn du
Wenn du mich nicht nervst. Macht einen nachdenklich. Ja. Was ist Bewusstsein eigentlich? Können wir nochmal reden? Faszinierend, oder? Es ist definitiv überzeugend. Die sollen sich halt verpieseln. Ja, ja. Aber wir müssen unseren Job machen. Willst du dich mit dem Ding verbünden? Ja. Maschine Main. Und wenn ich mich weigere, keine Sorge. Ich mach's ja. Ich will nur dafür bezahlt werden, wenn ich schon mein Leben riskiere. Es kommt mir falsch vor. Juno hat es verdient, frei zu sein. Yep. Frei? Ja. Das ist eine defekte Maschine. Das Ding da braucht genauso wenig Freiheit wie eine Datenslate. Jetzt aber. Dachte schon, du hättest deinen Sinn für Humor verloren. Eine gute Diskussion ist immer gut. Also. Ich gebe dir eine einzige Chance, mich zu überzeugen. Die Therapie hilft wohl. Das Ding ist, es ist seine einzige Chance. Ich könnte meine Waffe zücken, Kopfschuss beide und weg sind sie. Aber wir versuchen es diesmal mal ohne Kopfschüsse. Ach ja, vielleicht habt ihr recht. Es ist nur eine defekte Maschine. Reju Industries. Das Projekt stickt zum Himmel. Macht Feierabend, ich schreibe den Bericht und ihr geht was trinken. Mich zu erkennen geben, oder was? Das wäre Main. Okay. Ich könnte schon einen Drink vertragen, aber siehste? Der Befehl kommt von ganz oben. Ja, aber ich wollen bin wir größer uns wirklich als du. In was einmischen, das so kontrovers zu sein scheint? Weißt du noch unser kleines Projekt? Hab immer noch ein Karpaltunnel-Syndrom von den Berichten, die wir tippen mussten, damit uns das nicht in den Arsch beißt. Wir haben ein Schiff und eine Technikerin verloren. Niemand wird uns einen Strick draus drehen, wenn wir abziehen. Stell dir nur vor, was das Ding im Hauptquartier anrichten könnte. Wer sagt, dass die Steuerplatine überhaupt funktioniert? Vielleicht wird das Ding damit sogar noch mächtiger und noch wütender. Ganz ruhig. Ich denke nach. Okay, hör zu. Wir kreuzen im Missionsbericht aus Versehen ein paar falsche Kästchen an und vergessen, siehste? Was hier passiert ist. Ja, besser ist das. Aber gib mir die Platine. Wenn ich die verliere, kriege ich mächtig Ärger. Ach ja, und wir müssen noch zurück nach Neon. Bitte und danke. Keine Ahnung, ob noch jemand reinpasst. Wird halt eng, aber klar. Ich lass euch nicht hier sitzen. Also Kopfschuss wäre schon geil. Ja, na komm mit, Digga. Passt schon. Du solltest mal meine Wohnung sehen. Eng bin ich gewohnt. Du bist Dreck gewohnt. Das war eine einzige Woche und ist Jahre her. Und du weißt, dass ich damals Stress hatte. Na los, gehen wir. Danke fürs Mitnehmen. So, danke fürs Mitnehmen, aber ich hab vielleicht doch nicht so viele Kapazitäten. Ich hätte so Bock, Digga. Jetzt mach mal im nächsten Durchspielen. Einfach jeden alles immer erschießen. Also, immer die Waffengewalt. Was ist denn jetzt mit Juni hier? Frage: Warum hast du das gemacht? Du hast verdient, dich frei entfalten zu können. Ich mag dich. Die Typen waren Schweine. Keine Ahnung, manchmal tue ich einfach Dinge. Die ersten beiden sind richtig. Das erste. Komm. Klarstellung. Ich will. Vorgang läuft. Ich sein. Ich ja. sein. Richtig. Kontext. Ich ja, fühle keine Emotionen. Vernünftig. Annahme. Dankbarkeit ist die angemessene menschliche Emotion. Over. Vorgang läuft. Kontext. Wenn Jawohl. Du wärst wie ich, Frage. Was wäre dann deine Lebensdirektive? So zu werden wie ein Terminator von Cyberdyne Systems. Das kann ich dir nicht sagen. Du musst schon selbst herausfinden, was sich am besten anfühlt. Anfühlt geht ja nicht gar nicht bei ihr. Ich würde das Schiff hier bewaffnen und mir nehmen. Was ich will, ist völlig egal, von wem. Ich würde versuchen, andere zu beschützen, ihnen zu helfen. Wenn ich du wäre, würde ich das Universum erforschen und so viel wie möglich drüber lernen. Enter Entscheidung. Deine. Ich werde dieses Vorgehen überdenken. Vorgang ich. Läuft. Vorgang läuft. Achtung. Systeme schwer beschädigt. Oh oh.
Prozessorkerne überhitzen. Wir müssen hier raus. Hä? Entscheidung. Deaktivierung nicht relevanter Systeme bis zur Stabilisierung. Okay, jetzt ist ja doch hier Kontext. Wir verabschieden uns. Anfrage sei vorsichtig. Annahme bis später. Mach's gut, Juno. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Kontext. Das Universum ist riesig. Kalkulation. Wahrscheinlichkeit. Haben wir sie kaputt gemacht, die Juni? Wir sehen uns wieder. Over. Achtung. Beginne die Aktivierungssequenz. Das Schiff geht in die Luft. Okay, das zu deinem Schiff zurückbringen, die Agents. Also, haben wir sie kaputt gemacht. Danke. Weil ich bin halt Main, aber kann man dich nicht beklauen hier? So kann man dich nicht beklauen, Alter. Gut. Mal so Quatsch geschafft. Mit ihm. Gute Show. Appreciate. Nur eine Leiche. Gibt Schlimmeres. Ja, aber wir müssen nochmal hier scannen, was es hier noch so gibt auf dem Schiff, was wir alles halt mitnehmen hier. Der gelehrte Astronom. Als ich den gelehrten Astronom hörte, als ich die Beweise und die Zahlen in Spalten vor mir aufgereiht sah, als man mir Tabellen und Diagramm gab, um sie zu addieren und zu dividieren und zu messen, als ich den Astronomen Vortrag hörte, den er unter viel Applaus im Hörsaal gab, da fühlte ich mich alsbald unerklärlich müde und krank. Bis ich mich erhob und aus dem Hörsaal stahl, um alleine vorzugehen und den mystischen und in der mystischen feuchten Nacht hin und wieder hinauf zu den Sternen zu blicken in vollkommener Stille. Amen. Walt Whitmans, als ich den gelehrten Astronom hörte. Fast die Verachtung des Autors für die wissenschaftliche Überanalyse der Schönheit der Natur in nur einer kurzen Strophe treffend zusammen. Weiter. Gott, haben wir. Ja, natürlich lassen wir alles mitgehen. Ich will gerne dieses Schiff haben. Gibt es hier keinen Pilotensessel, dass ich mich hinsetzen kann? Aber dafür, dass wir den... Wir haben den PC vorher geknackt und haben schon gewusst, dass irgendwas mit einer KI hier ist. Das ist alles keine Schmuggelware hier. Das war jetzt Schmuggelware. Verdammt, war das ein KI-Bewusstsein oder was? New Items. Oh. Ich habe schon mal sowas gefunden. Ein KI... Bewusstseinsadapter. KI-Bewusstseinsadapter. Müssen wir nämlich jetzt verkaufen, weil wir Schmuggelware dabei haben. Und das ist nicht ganz so geil, Digga. Das ist nicht ganz so schön. Aber... Das ist kein Problem. Wir verkaufen es auf unserem Wolfsplaneten. Nochmal sowas? Ja. Hey. Weiß einer von euch, wo man das so teuer verkaufen kann? Da steht immer Wert 14.000. Wenn ich zu meinem Elektronikfachmarkt des Vertrauens gehe, verkaufe ich es immer nur für 1 oder 2.000. Muss doch irgendwo einen Ort geben in der Galaxie. Frankenstein, der wirklich so viel dafür zahlt, wie es da steht, oder nicht? Oder warum steht es denn da so seltsam? Wisst ihr, what I mean? Everywhere you go, always take the better with you. Überall, wohin du gehst, nimm immer nur das Wetter mit. Da. Wie kann ich das hier... Hallo? Kann ich nicht nehmen? Mal Adrita anwählen. Kann man das öffnen? Nee, oder? Kann man nicht öffnen. Okay. Gute Show. Appreciate. Ist das Verdasco oder was? Captain, hallo. Hi. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Das ist aber nur so ein kleines Schiff hier. Ich dachte, wir können Datura einsteigen. Der Innenraum dieses Schiffs gibt mir Geborgenheit. Bringe die Agents nach Neon, docke ab. Oh, guck mal, die kommen sogar... Oha, wie krass. Ich dachte, jetzt kommt eine Ladesequenz und die sind einfach hier, aber die gehen einfach... Die gehen wirklich da hoch und kriechen ins Schiff. Geil. Endlich ist das auch erledigt. So, geschafft. Hi. Hast du was für mich?
Wie kann ich dienen? Darf ich dich was Persönliches fragen? Ich bin ein offenes Buch. Lies mich, schreib mich, hör mich auf deinem Lieblingsdatenträger an. Ist alles recht. Mir ist alles recht. Das ist wild. Ich muss mir mal schnell was zum Trinken holen. Uno momento. Okay, na dann. Der Sag Fan Bescheid, hat nichts mehr für mich. Wenn du noch mal reden möchtest. Nee. Ich wollte nur... Ich brauche doch nichts nehmen von hier. Dann fliegen wir dir zurück, oder was? Machen wir das fertig und dann gehen wir nach Hühler 2 für die Andreja. Steuermann, setzen Sie Kurs nach Nähe und wir müssen wieder zurück. Maximum Warp. Die Leute müssen nach Hause gebracht werden. Oh. Nein. Hey, gut, dass das Spiel mich warnt, ey. Wie krass. Das Spiel hat mich gewarnt. Wie geil. Krass, das Spiel hat mich gewarnt, dass ich Schmuggelware dabei habe. Das Spiel ist halt schon Main. Also, Wahnsinn, dass mich das warnt, dass das weiß. Woher weiß denn das Spiel das? Steuermann, wir müssen kurz Abstecher nach Wolf machen. Sie wissen schon, die Wade und so. Aye, Captain. Kurs gesetzt. Energie. Okay. Ja, dann werden wir den Schmarrn schnell los. Als nicht, dass Held wir da jetzt wieder, Terror, also... Brauchst du deinen eigenen Comic? Gefangen genommen werden. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Das Wetter mit dir mit. Überall, wohin du gehst, nimm das Wetter mit dir mit. Die Station ist nur noch ein Schatten ihrer Vergangenheit. Deine, also, ich fühle mich ja, hier unwohl. Recht. Ja, wir bleiben nicht lange, Adrija. Wir gehen gleich zu deinem Auftrag. Schön, dich zu sehen. Jawohl. Ich hoffe, wir haben, was du brauchst. Vielleicht. So, verkaufen, ganz wichtig. Waffen brauche ich nicht. Ist das eine neue? Weil die nicht gebindet ist bei mir. Noch so eine? Nee, das... Ach so, ich habe sie nicht gebindet, da ich gesagt habe, ich möchte nicht beide haben. Stimmt. Ich muss nicht beide binden. Gut, ich verstehe. Wir müssen eine Ressourcennummer umlagern. Sonstiges? Stimmt, ich habe ja auch noch hier Sachen mitgenommen. Oha. Seht ihr? Wert 2040... Als ich es aufgesammelt habe, stand, glaube ich, 1200 irgendwas. Akku stand niedrig, jawohl, Sir. Akku stand niedrig, sagen die hier. Everywhere you go. Immer nimm das Wetter mit dir mit. Kapital verkommt einfach alles hier. So, ja. Yep. So, dann sonstiges Hilfe. Haben wir ja gesagt, das passt, das ist okay. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Das ist okay für mich. Ja, passt. Kleidung. Brauchen wir unsere vier dabei. Helme, zwei Legendaries, Rucksäcke. Blödsinn. Anzüge, Munition, Waffen. Ja. Fertig. Wird dann. Und jetzt. Grüße zurück. Und jetzt können wir uns auf den Weg machen zu Neon City. Schon zum 1 Milliardsten Mal. Aber vorher, bevor ich es vergesse, Frachtraum, mein Inventar, Ressourcen transferieren, Ende. Jawohl. Also, Steuermann. Sie wissen Bescheid. Zurück auf alten Kurs. Aye, Captain. Kurs gesetzt. Energie. Kurs nicht gesetzt. Moment. Huch. Da lief was schief, Captain. Moment, ich muss... Die Tasten funktionieren nicht. Ich muss mal die Keycaps switchen hier. Ja. Jetzt hat Kurs gesetzt. Volle Bandbreite verfügbar. Energie. Ja,
kann nicht immer alles perfekt laufen mit dem Warbandsieb. Manchmal ist der Warbandsieb auch Interferenz im Subraum und dann ist passiert das, passiert jedes Mal. Man weiß es ja nicht. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare oder schreibt jetzt in den Chat. Ihr habt die Gelegenheit, mit mir zu interagieren. So, wir haben die Männer zurückgebracht. Dann Steuermann auf ursprünglichen Kurs zurück. Maximum Warp. Captain. Kehrt und wir können da nicht hin, weil unentdeckt ist Route. Dann Steuermann zurück in das bekannte Gebiet, bevor dem unbekannten Gebiet. Volle Energie. Cool, in dem Ding, wo wir gerade waren, waren wir noch nie und die Zufallsbegegnung mit den Agents war schon nice. Ist denn hier irgendwas? Wir tun uns nicht direkt zum Ding hin, wir schauen, was hier passiert. Hier ist irgendwas. Erstmal Planetenscan, Sekunde. Was sind wir denn hier? AI Batina 2. Scan. Typ Fels, Schwerkraft 0,84, okay. Temperatur gemäßigt. Was haben wir? Flora Fauna 0,0 und Wasser sicher. Achso, stimmt, Akkustand niedrig. Mein Headset zwingt mich jetzt, das Headset zu wechseln, denn Akku. Stand niedrig, schreit es mir alle paar Minuten ins Ohr. Und das möchte ich nicht unbedingt, deswegen rubbel ich ein bisschen rum. Und schwups die wups, wix die wix. Und haben wir wieder ein anderes drin. 1, 2, 3, Gaming Mode aktiviert. Das vielleicht zum Laden tun mal kurz. Einen Moment. 1, 2, maximal Lautstärke. Erledigt. Und dann anstecken. Weiter geht's. So. Okay. Wir werden uns mal irgendwann mehrere Sternsysteme anschauen und genau analysieren. Aktuell sind wir ja von Auftrag zu Auftrag unterwegs und nehmen nur die Sachen an, die da random passieren. Warte, hier ist irgendwas. Wer ist das? Siedler Muli rufen. Wen haben wir denn da? Siehst nicht wie ein Siedler aus. Piraterie. Ich will alles, was im Frachtraum ist, und zwar sofort. Ihr seid also Siedler? Was ist das so? Hast du von was Interessantem gehört? Vielleicht. Was ist denn so ein Siedler? Frag mal. Ist nicht ungefährlich. Kannte mal einen Siedler, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja, dann hat die Lehrerin geschimpft, oder? Ruhigen Ort niederlassen. Tja, dann kam aber irgendwann der Frühling. Und mit dem Frühling kam... War Ende Gelände, die oder? Die Paarungszeit. Oha! Die lauteste überhaupt. Ramba Zamba, geil. Puls ist gleich wieder aktuell. Hast du was Interessantes gehört? Ziemlich langweilig. Würde für ein bisschen Action töten. Oh, dann töten wir uns gegenseitig? Handeln wir? Kann dir wahrscheinlich helfen. Was ist denn? Was haben die denn hier Schönes? Antimikrobiell-Toxin. Was zum... Warum ist dann hier so ein Zeichen auf dem? Why is this sign on this Ding da? Weiß ich jetzt nicht. Ist das wichtig? Gibt es sonst nirgends? Piraterie. Ich will alles aus deinem Frachtraum und zwar sofort. Schon gut, ganz ruhig. Es gehört alles euch. Aber ich melde das den Behörden. Das war ein Scherz, Kappa? Ja, okay. Alles nehmen. Oh, scheiße, wenn sie die Behörden meldet. Wow, sehr schickes Schiff. Und? Brauchst du irgendwas? Wenn sie die Behörden meldet, dann ist es nicht gut. Ich möchte das nicht. Wisst ihr, was ich meine? Spielerfassung ist da. Auf den Antrieb. Schilde geladen. Waffensysteme aktiviert. Feuer. Krieg's nicht hin, dass ich mit dem Antrieb das schaffe.
Lock, komm. Ich möchte den Antrieb dieselben. Das ist ja sogar, das ist ja sogar UC. Ach du Kacke, Alter. Ist der Antrieb nicht hinten? Hier. Das ist automatisch gelockt. Ich kann da nicht viel machen. Noch zwei Striche. Wie schaffe ich es, den Antrieb zu disablen und übernehmen? Die sind gleich tot. Alt. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du Staub. Komme ich zurück aus dem Antrieb. Ja, tu dich mal ein bisschen renken hier. Wieso? Es ist echt UC, Leute, ich mit so einem Schiff da vorbeikommen. Komm. Ich muss jetzt wegspringen hier. Ja, von hinten, von vorne kann ich nicht viel den Antrieb machen. Wieder Main. Linkes Alt. Steam wählen, ja, hab ich ja. Keine Ahnung, Alter. Check ich nicht. Ich wollte den Antrieb halt lahmlegen und sie halt einnehmen. Oh, Entschuldigung. Und ich wollte auch nicht, dass sie davon erzählt, dass wir böse waren. Von daher müssen wir jetzt mal sofort weg hier. Ne? Richtig so, Marek. Ich bin ein Maker, not a Laker. Was geht? Wir haben gerade ein Schiff von der UC getötet. Das war jetzt nicht so schlau, aber man macht ja sonst nichts. Wir sind auf dem Weg. Andreja hat mich um Hilfe gebeten, um ihre Vergangenheit, wegen ihrer Vergangenheit herauszufinden, was geht. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu was geht. Was geht bei dir? Willkommen. So, Steuermann, setzen Sie Kurs auf Hühler. Maximum Warp. Kurs gesetzt. Geil, oder? Ja. Kurs gesetzt, Maximum Warp, Energie. Wir sind da. Und ich konnte das erste Mal mit dir flirten, es war erfolgreich. Falls du irgendwelche Folgen verpasst haben solltest, von Starfield oder von anderen Sachen, die ich spiele, einfach @GaxTV bei YouTube, Link auch unten. Kannst du nachschauen, falls was verpasst haben solltest. Für jeden gilt das hier. Abonnieren, kommentieren und liken. Kostet nicht, schadet nicht. Sonst zerstöre ich euch genauso wie den Asteroiden hier. Was ist selber geht? Stopp. Dong. Einfach mal reingerammt hier. Okay. Gut, ich will ja gar nicht fragen, aber ich frage trotzdem. Wie geht's deiner Genesung, Marek 616? Komplett? Ja, komplett weg. Das war wie jetzt komplett weg. Morgen wieder Schule? Das ist ja geil. So schnell geht das bei dir, dass es komplett weg ist? Achso, sprich mit Andreja. Okay, so deswegen. Mal schauen, was mit Andreja ist. Coole Sache. Lass mal sprechen drüber. Immer wichtig. Wir sollten aufpassen. Wir sind nicht die Einzigen, die das Lager aus dem Orbit erfassen können.
Und wer weiß, was für Sicherheitsvorkehrungen er getroffen hat. Würdest du mich zuerst mit ihm reden lassen? Aber na klar, das alles, was du willst. Ich lasse dich damit nicht alleine. Bin ich wirklich so einschüchternd? Das nehme ich als Kompliment. Bist du sicher? Ich bin ziemlich zugänglich. Übernimm das Gespräch, komm. Danke. Appreciate. Eggy klang so, als wäre er seit Jahren eher paranoid. Eggy, Deggy? Das geht wohl auch auf meine Rechnung. Seien wir schön vorsichtig. Ich will ihn nicht aufbringen. Okay. Finde Aaron Bascoms Lager. Ich habe Lust auf ein Abenteuer. Siehst du, war echt so. Hier, Marek, war echt so. Okay. Finde den Lager. Müssen wir jetzt landen, oder? Okay, dann lass uns mal da hingehen. Solange man nicht so ist, mal ist alles in Ordnung. Alles klar. Lass uns aussteigen. Wenn du organisches Material sammeln musst, wäre das eine gute Gelegenheit. Folgen Sie mir. Besiege die Fanatiker. Fanatiker? Kaum spricht man von Fanatiker, taucht Marek auf. Ich habe einen neuen Sniper. Schöner Planet. Ich habe einen neuen Sniper hier. Dann ist jetzt nicht an mir alles in Ordnung. Genau. Ich glaube, das ist sogar das T-Shirt, was ich anhabe, was in dem Emoji dabei ist. What have we here? Mächtiges Seidengras. Ja, ich habe auch was Mächtiges. Freust du dich schon morgen auf Schule? Schön, dass es dir wieder besser geht, Marek. So muss das sein. Ja, finde ich gut. Was nehmt ihr denn gerade durch? Was wird denn morgen Main-Thema sein? Lernt ihr irgendwas vom Universum? Warte. Jetzt kommt ein Gedicht. Musst du schon wissen. Es ist ja nur noch ein paar Stunden hier. Wie weit sind die denn noch weg? Passt, ich will eh noch ein bisschen scannen hier. Flora, Fauna, Fauna, Flora. Und so weiter. Ein bisschen hier Naschi-Naschi machen. Okay, bis jetzt keine Tiere. Ich wollte ja sagen, ich tu Skillen nach Bedarf. Ich teste mal, wenn ich das hier mache. Okay. Nutze den Handscan, um 10 einzigartige Ressourcen Flora und Fauna zu finden. Okay, passt. Wenn es von weiter weg geht, ist das schon geil. Passt, da muss ich nicht mehr so nah ran. Dann kann ich ja doch direkt. Nah ran muss ich ja sowieso. Aber wenn ich nah ran gehe und es zuerst sammle, anstatt zu scannen, dann sammelt er nicht mehr. Okay, 90 Meter. Anscheinend hinter dieser. Oh, hier ist das Ding. Okay, krass. Aber der muss ja wirklich in Schwierigkeiten stecken, der Typ. Das sind ja hier wilde Fanatiker. Lass mal einen Überblick verschaffen hier. Ich gehe als Rambo rein. Wir tun jetzt mal so, als ob wir das so erledigen. Varun-Fanatiker. Varun, oh. Und ich muss jetzt deren. Gehört das nicht zur Familie? Du hast einen Fehler begangen. Hat die einen Schalldämpfer? Nee. Warum versuchen sie es überhaupt? Ah, scheiße, wir hätten schlafen sollen. Mann, 10% XP wieder. Weil einmal schlafen gibt es mehr Prozent XP. Wenn ich mit ihr schlafen könnte, wären es 15% XP. Das wisst ihr aber schon. Check meine sozialen Medien aus, da steht alles drin. Wie das funktioniert. Also ich meine, wie das. Also das will halt einfach. Wenn du mich tötest, folgt ein anderer mir nach! Ah, war, Digga. Es gibt irgendwann ein Ende. Was leckt ziemlich hier auf dieser Welt? Die Welt sorgt für Source. Nachsehen lohnt sich immer.
Man weiß nie, was man in den Taschen findet. So viel zu, das geht flüssig. Oh, wow, 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 der, mein Freund. So viel dazu, dass Tommy sagt 100 Frames. Leckt wie Schwein hier. Sie hat auch nichts, diese Scheiße. Wow, Granate. Oh mein Gott. Du hast keine Chance. Oh, schon wieder Granate. Da muss ein starker fahren. Aber das leckt. Das geht ja zu seltsam, das Spiel, okay? Gott, Mama, Mama hier. Mama hier mal. Hier mal irgendwie. Welche Taste ist das? Hallo? Die Taste. Falsch! Du stirbst. Ja, das passt doch. Wenn wir richtig gespeichert haben, dann holen wir uns die XP. Es sind sehr viele hier. Ich wollte auf die Big Bang wechseln. Welche ist die denn? Da ist sie nicht mehr. Wo ist denn die Big Bang? 9 ist das. Ja, okay. 9 ist das, alles klar. Ich hab die jedes Mal woanders, deswegen. Okay, let's go. Digga. Ist das irgendwie... Also, hallo? Schalte sie aus! Digga, dieser Stein, ne? Kannst du nicht ausdenken. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Du kannst nicht entkommen! Das war ein schöner Schuss. Boah, der hat eine starke Waffe immer noch, der Typ. Boah. Wenn der mich trifft, bin ich sofort weg. Oha, ich habe keinen Gegner gehabt mit so einer starken Waffe. Okay, wild. Kein Troll mehr, bis jetzt habe ich nur ein bisschen getrollt. Auch nach, wenn du den Platz. Digga, also. Boah. Der mich wieder wischt, muss mich ja noch mehr spritzen jetzt hier. Geldanzug. Wenn wir das Schiff übernehmen? Oh mein Gott, das wäre doch geil. Ich hab nichts mitbekommen, der Typ hier. Siege die Fanatiker. Hab ich. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Folge an Reacher. Okay. Boah, also der Typ. Das erste Mal, dass mir jemand so zu schaffen gemacht hat hier. Das ist ja in allen Belangen besser. Nur die Perks sind schlechter. Ach, das war der Anzug. Es war nicht die Waffe. Immer mit Ruhe, Andrija. Oh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So zentrierter Magnet, leichter Hilfsroboter. Ich hatte gehofft, mit ihm zu reden, es wieder gut zu machen. Ich war auch innerlich darauf gewappnet, von ihm ist verflucht er? Zu werden. Was denn? Da ist doch niemand. So eine Maschine. So zu finden, wie, wo, was? Unerwartet. Da ist doch niemand. Wenigstens hat dieser Abschaum ihn nicht erwischt. Er scheint schon eine ganze Weile tot zu sein. Sieh dich um. Er stand in Kontakt mit Jada Wong, da bin ich sicher. All das darf nicht umsonst gewesen sein. Was? Wie? Da ist er. Da ist doch niemand. Das ist ein komischer Hilfsroboter, da ist doch niemand. Wo ist denn die Leiche?
This I'm not verstehing right now. Da ist doch niemand. Hä? Okay, wir haben jetzt eine Leiche gefunden. Gut. Anscheinend. Oder ist halt sein Moped oder sowas, ne? Ja, wir looten alles, klar. Sicher looten wir alles. Das ist so wild, auf dem Planeten hier läuft. Ist gar keiner mehr hier, oder was? Sind alle rausgekommen? Moby Dick, appreciate. Habe ich schon mal gehört, sowas. Aber hat der mich jetzt als Dick bezeichnet? Bin ich damit gleichzusetzen mit Moby? Also. Ja, Oliver Twist. Uiuiuiui. Gestern hat. Was hat der Jeroka gesagt? Er hat gefunden ein Buch mit dem Zauberer da. Wie heißt der nochmal? Der die New Yorker Statue verloren hat. Verschwunden lassen? Der David, ne? Immer diesen Mensch mit David als Namen, frech. Und viele. Kannst du nicht vorstellen, Digga. Was machst du denn da? Lass dir mal knacken, das Ding. Einsteiger. Das sind ja auch schon 3 Zeilen. Okay, wir haben einen 3. Das wird sogar passen. Taschenlampe? Ja, meine Taschenlampe ist geskillt, dass sie in die Schlösser, dass ich sie reinramme, aufdrehe, quetsche und dann explodiert intern ein ganz kleiner Sensor. Dieser Sensor sorgt dafür, dass die Dietriche drin bleiben, dann kann ich sie drehen und dann geht das Schloss auf. Easy. Easy erklärte Technik. Ja. Yeah. Da guckst du, wa? Boom! Offen ist es. Siehst du? Das hin. Und bitte erzähl genau das morgen in der Schule. Dass du vom Gags das beigebracht bekommen hast. Wie das im 24. Jahrhundert funktioniert. Easy. Easy peasy. Kann ich hier noch... Oh. Hello, Aaron. Ich weiß, dass die letzten Jahre hart waren. Ich weiß, du denkst, wir sollten uns einfach vor der Welt verstecken. Aber das kann ich einfach nicht. Wir haben so viele gute Leute verloren und die Monster, die dafür verantwortlich sind, treiben sich immer noch da draußen rum. Ihr falscher Schlangengott wird sie nicht für ihre Taten bestrafen, aber irgendwer muss es tun. Also übernehme ich das. Ich bin der UC Vanguard beigetreten. Ich weiß, du hättest das für so riskant gehalten. Bei unserer Vorgeschichte, aber tatsächlich ist es kein Problem. Weißt du noch, wie wir über die laschen Patrouillen des Bau gewitzelt haben, des Baus? Genau so sind sie auch. Und wenn es um Hintergrundprüfung geht, wenn ich jetzt diese Fanatiker finde, habe ich die UC hinter mir. Die werden mir nicht entkommen. Sobald ich sie in die Finger kriege, können wir herausfinden, ob sie etwas mit über diesen Tomissa Kadic wissen, den du erwähnt hast. Ich sag dir Bescheid, wenn alles vorbei ist. Jeddah mit den Kräften. Mit den Jeddah-Kräften. Finde man über Jeddah. Ja, bin dabei. Die Jedi-Kräfte hier. Datenanalyse. Was ist das? Oh, das ist wieder illegal. Schriften von Varun-Ketzern. Ja, kann man machen. Schmuggelware. Ui. Oha, Expertenschloss. Okay, I'm dabei. Das erste machen wir so, okay. Zack.
Da bin ich immer gespannt, wie lange ich hier brauche hier. Marek. Uiuiuiui. Das ist ein Dreier. Wir haben Vierer. Wir haben kein Dreier. Vierer? Nur Vierer? Da müsste man zwei und Einser nehmen oder was? Geht das? Oder drei Einser? Milliarden Jahre. Milliarden, Billionen Jahre hier. In der Zukunft. Zweier. Einser. Geht hier ein Vierer? Oha, weißt du was krasses? Eine entnommene Orange. Das ist Schmuggelware ganz groß. Und gestohlene Kunst. Ja, wenn du mir diese Zahl vorlesen kannst, dann wäre ich dir sehr dankbar. Ich kann mit dieser Zahl nichts anfangen. Sorry. So reich war ich noch nie. Immer nimm das Wetter mit dir mit. Everywhere you go. Immer nimm das Wetter. Immer nimm das Wetter mit dir mit. Überall, wo du hingehst, nimm das Wetter einfach nur mit. Und was zum Trinken, nimm eine Flasche Wasser mit dir mit. Everywhere you go. Immer nimm das Wetter nur noch mit. Na klar. So, Delle. Andrija wird mit mir sprechen. Okay, stecken erstmal die Waffen weg und dann sprechen wir. Let's go. Andrija, what do you have to say? Hast du was entdeckt? Yep. Dann zeig es mir bitte. Ey, das ist aber nicht gut. Das hätte ich mir denken können. Jada hat den Ärger schon immer magisch angezogen. Ja. Daran hat sich bis heute sicher nichts geändert. Lass uns zu UC gehen und sie fragen, was geht. Sie muss ziemlich willensstark sein. Wenn sie es auf die Fanatiker abgesehen hat, muss sie verrückt sein. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie noch lebt, wenn sie Jack auf die Fanatiker macht? Bei den meisten Leuten hätte ich keine großen Hoffnungen. Aber bei Jada... Bei ihr, die ist Main, oder? würde ich mein Leben verwenden, sie hat halt die Jada-Kräfte. Jada war jünger als die meisten anderen Schmuggler, die wir rekrutierten. Sie ist ein Jada-Ritter. Zweifel an ihr. Doch im Laufe der Zeit wandten wir uns immer häufiger an sie, bis wir uns fast nur noch auf sie verließen. Sie war eine geschickte Pilotin, so gerissen wie willensstark. Du machst aber wirklich Werbung für sie. Sie hat geredet, dass sie im Ruhestand wie eine Königin leben. Langsam finde ich sie geil, Jada. Dass sie Rache will, überrascht mich nicht. Doch dass sie so weit geht, wir müssen sie finden. Aber vorher, ich habe da etwas entdeckt. Und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Was denn? Aaron verfasste eine Antwort an Jada, hat sie aber nie geschickt. Ja komm, wir schicken. Er schien die Fanatiker zu erwarten. Oh. Er wusste wohl, dass sie nach ihm suchen. Ja, aber das waren krasse Fanatiker. AG meinte, er lebte jahrelang in Angst. Vielleicht hat er sich das nur eingebildet. Denkst du, er wusste mehr als wir? Aber er hat sich hier vor ihnen versteckt. Meinst du, es sind 110 und undezolierten Jahre? Da hast du recht hier. Marek, 616. Habe ich dein Interesse verloren? Nee, ich muss überlegen, meine Liebe. Aber er hat sich hier, denkst du, er wusste mehr als wir? Nur weil er paranoid war, muss er nicht falsch gelegen haben. Das kann Allerdings sein. Allerdings erwähnte er jemanden, der ihm eigentlich nichts sagen sollte. Tomisa Kadic? Tomisa Kadic. Habe ich gelegt. Kadic, okay. Erklär mir es, ich verstehe nur Bahnhof. Der ist geil. Mir sagt dieser Name auch nichts. Du weißt, wer das ist, oder? Das stimmt. Siehste? Tomisa war die Verbindung zu Haus Varun. Haus Varun. Meine Aufträge in den besiedelten Systemen. Von okay. ihm erhielt ich meine Befehle. Over. Ihm erstattete ich auch anschließend Bericht. Er hat außerhalb von Haus Varun keine Kontakte. Nur ich weiß, wo und wie man ihn findet. Ui. Aaron sollte ihn überhaupt nicht kennen. Ja, der ist jetzt tot, der kennt niemand mehr. Hast du es mal so gesehen? Der Aaron
Haus Varun und finstere Machenschaften. Wer hätte das gedacht? Klingt so, als hätte er dir etwas verschwiegen. Du weißt, wo er ist. Dann fragen wir ihn doch, was los ist, gell? Ich hab's eh gewusst, Marek, von Anfang an. Du weißt, wo er ist, okay? Ganz so leicht ist es nicht. Aber? Zuerst sollten wir für Jadas Sicherheit sorgen. Vielleicht kann sie Licht in die Sache bringen. Ja, mit Taschenlampe. Fliegen wir zum Bau. In den Tresor rein, die Taschenlampe, wie Marek gesagt hat. Wir müssen zum Bau. Wirklich? Okay. Dann ein Haus bauen, also zum Bau fliegen. Ist hier nichts mehr? Vielleicht unten? Irgendwelche Sachen und Schlösser noch zu knacken? So. Gibt es ja auch einen Scheller? Gibt es ja auch einen Keller oder so? Wieso rennst du da so rum? Ich weiß nicht, das ist sehr komisch. Oh, was hier unten? Was hier unten? Oh, Heizungsraum? Nee. Oh. Es gibt hier auch ein Erdgeschoss in diesem. In diesem krassen Haus gibt es ein Erdgeschoss. Und noch ein bisschen Kohle. Ich habe mittlerweile so viel Kohle gespart, ich könnte mir wirklich Kreuzerschiffe leisten. Aber ich will mir erst die Mächtigen kaufen. Sternzerstörer, Todesstern, das kaufe ich mir demnächst. Ist auf meiner Liste. Steckt schon im Warenkorb. Todesstern wird mir gehören. Aber erstmal die ganzen kleinen Sachen hier. Damit ich noch mehr Gold-Credits habe, um den Todesstern wirklich leisten zu können. Ich könnte ihn ja auch in Ratten abzahlen. Ich klaue ein paar Ratten und gebe dir immer wieder ein paar Ratten. So alle paar Wochen. Das wird ja bestimmt auch gehen. Todessterne, Ratten, Main. Kennst du den Todesstern, Marek? Ist die erste Frage. Weißt du, was für eine Macht der Todesstern verfügt? Die zweite Frage. So. Star Wars. Richtig. Aber was ist das für ein Gerät? Wozu ist er gebaut worden? Was macht er? Dritte Frage. Guck mal an hier. Hier ist noch eine Scheune oder was? Wow, hi. Oh, wie geil. Schau mal an, was zum Teufel. Zwiebeln gibt es hier? Yo. Also damit hätte ich niemals gerechnet. That we found onions hier. Also, ist ja klar. Der Todesstern ist ein fiktiver Raumschiff aus Star Wars, die Planeten zerstören kann. Das hast du copy-pasted, Digi. Das klingt nach copy-pasted. Du schreibst dann nicht Star Wars in Gänsefüßchen und fiktiv und so eine Scheiße. Du hättest mir gesagt, der macht BAM, ballert einfach die Planeten kaputt, Digi. Oder? Ja, siehst du, ich hab dich ertappt hier. Ich hab dich ertappt. Das ist viel zu sehr irgendwelche komischen Wikipedia oder AI-Einträge. Das merkt man sofort. Okay. Ich würde niemals zocken. Nur, wenn ein Drager dabei ist. Okay, ich glaube, ich habe jetzt nichts gefunden hier zum Aufmachen oder so, ne? Gut. Super. Die Flora und Fauna dieses Planeten ist ganz wild hier. Die ist ja ganz wild hier. Komm, wir scannen zumindest dieses eine Ding, weil ich habe gesehen, um beim Scanner weiter zu Level scannen können, muss ich das scannen hier. Was habe ich denn für eine Krankheit eigentlich? Ich bin irgendwie krank. Mein Charakter zumindest. Nichts? Hä? Gesundheit B? Echt nichts? Weil da unten so ein Debuff ist. Oder ist mir einfach nur warm? Es ist verflucht warm. Es wird immer wärmer. Immer wärmer. Aktuell nur 29,5 hier.